irgendwie so, als wären wir voll die Sluts und du bist hier so die... Ja, ich finde, das ist für uns gerade eher negativ. Ach so, jetzt geht ihr das so um oder was? Ach so, ihr seid richtig schlau. Aber mit mir nicht. Mit mir nicht. Gaslighting funktioniert mit mir nicht. Bin ich hart. Hallo Freunde des guten Geschmacks, ich bin Silvi und heute gibt es eine neue Analysefolge von Princess Charming. Vorletzte Folge, Folge Nummer 9. Ja, wir stehen kurz vorm Finale. Die letzte Folge war wirklich getreu dem Motto, selbst die Verwirrung ist verwirrt. Ihr seid alle irgendwie gefühlt verwirrt, auch genauso wie ich in den Kommentaren. Übrigens, Chefskiss, die ganzen Kommentare, letzte Folge. Vielen Dank für euren Support. Wenn ihr die ganze Folge nochmal gucken wollt, könnt ihr das gerne auf RTL Plus tun. Und da wir heute in der vorletzten Folge sind, möchte ich euch noch sagen, wie es hier demnächst weitergeht auf diesem Kanal. Ganz, ganz kurz. Wir sind nämlich vor 2 Tagen tatsächlich in die neue Staffel der Bachelorette gestartet. Wieder mit einem Analyseformat, denn wir haben dieses Jahr die allererste B-Bachelorette. Ja, mehr Queerness im TV, wir lieben es doch. Ob's so gut läuft, das könnt ihr gerne dann in diesem Format beurteilen. Also schaut gerne rein, wenn ihr Bock habt. Ich glaube, es wird spannend und ich glaube, wir werden trotz des ganzen Chaos hier bei Princess Charming dieses Format wieder zu schätzen lernen. Es ist ein emotionales Auf und Ab hier, ein Rollercoaster. Und ich würde sagen, wir starten jetzt direkt rein, weil es gibt heute auf alle Fälle wieder einmal viel zu besprechen. Und Leute, die wollen mich verarschen. Das Intro kam jetzt gar nicht mehr. Wir schneiden es trotzdem rein. Wer ist denn noch dabei? Marleen. Christine. Silvi. Maike. Sarah. Guten Morgen. Guten Morgen, Marleen. Guten Morgen auch an den Rest. Ja, es geht nämlich direkt los mit dem Thema von letzter Folge, weil nicht nur wir waren verwirrt und auch nicht nur die Verwirrung war verwirrt. Auch Christine war verwirrt. Ich war gestern wirklich schon ein bisschen verwirrt, dass du die angenommen hast. Ich weiß nicht genau, warum sie sagt, sie möchte gehen und dann geht sie nicht. Ich liebe das Shirt von Christina übrigens. Und ja, ich glaube, wir haben es uns alle gedacht und uns alle gefragt. Was mich dann aber auch irritiert ist, dass die ja alle zusammengesessen haben und diesen vermeintlichen Plot-Twist besprochen haben. Plot-Twist? Bisschen. Es hatte auch irgendjemand geschrieben, dass dieser Plot-Twist ja an den 2 Freundinnen gelegen haben muss, also Fiona und Ramona, weil der ja quasi dadurch kam und dass die vielleicht Maike nochmal was übermittelt haben. Andere wiederum meinten, ja, Maike hat das wahrscheinlich wirklich so verstanden, dass Lea gar keine offene Beziehung möchte und deswegen war dieses Ja, sie ist da offen für, von der einen Freundin ein Plot-Twist. Ich glaube, sie wird es jetzt nicht unbedingt ausschließen, aber es hat für sie halt gerade aktuell gar keine Prio. Wobei ich finde, dass es kein richtiger Plot-Twist ist, weil die dieses Gespräch ja schon hatten. Und ein neuer Hint, den habe ich bei Annika gesehen. Annikation. Da war ich so krass, dass wir das alle nicht gesehen haben. Aber bei dem Gespräch von Maike und Lea in der vorherigen Folge, da hat Lea ja so ein Hemd an, so ein blaues. Und als die beiden sich aber draußen verabschieden, hat Lea es nicht mehr an. Das bedeutet, in dieser Zeit muss ja irgendwas passiert sein. Also da muss ja noch ein Gespräch erfolgt sein, was es nicht in den Schnitt geschafft hat, wo Lea ihr Hemd ausgezogen hat. So, vielen Dank, Annika, für dein wachsames Auge. Ich fühle mich, als wären wir so DetektivInnen und müssten so analysieren, was hier jetzt eigentlich für Schnittfehler passiert sind. Aber ja, nur so viel dazu. Trotzdem erschließt es sich für mich alles gar nicht. Vor allem, wenn Christine jetzt sagt, dass sie auch verwirrt ist. Ich dachte so, es ist gut für dich, ja, dass du dann gehst. Zweifel sind auf jeden Fall noch da. Ja, definitiv. Also wenn man so weiß, die andere Person möchte vielleicht nicht das gleiche Beziehungskonzept wie man selber, haben beide Parts, finde ich, die Verantwortung zu sagen, lass mal vielleicht bleiben, ne? Aber ich bereue es nicht, dass ich gestern nicht gegangen bin. Ja. Wir sind gespannt, wie sich's entwickelt, würde ich sagen. In der heutigen Folge bekommen alle ein Einzeldate mit Lea. Und die erste ist Marleen. Und zwar wird sie eingeladen zu einem Quad-Date durch den Dschungel. Wenn ich an Marleen denke, dann kribbelt's auf jeden Fall. Es kribbelt, okay. Wenn's kribbelt, ist man ja eigentlich schon so ein bisschen verknallt, ne? Danke. Übrigens, in der letzten Folge hatte ich ganz zum Schluss noch mal was gesagt zu den Schmetterlingen im Bauch, dass die auch ein Alarmsignal sein können. Und da haben ganz, ganz viele Leute in den Kommentaren drauf reagiert, was ich voll schön fand. Manche meinten, ey, das ergibt voll Sinn. Ja, das war bei mir immer so, wenn ich so krass reagiert habe, war es dann irgendwie total toxisch oder überhaupt nicht gesund. Und manche meinten, nee, eigentlich hat mich mein Bauchgefühl diesbezüglich immer total richtig geleitet. Immer wenn ich so Schmetterlinge im Bauch hatte und mich das total umgehauen hat, dann war es die Person. Ich glaube, es liegt so ein bisschen daran, dass manche
Leute diese Schmetterlinge im Bauch für Schmetterlinge halten, aber eigentlich sind das Angstgefühle. Und ich glaube, man kann das ganz gut auseinanderdröseln, wenn man mal überlegt, wenn ich die Person sehe, fühle ich mich da frei, ich selber zu sein, oder habe ich Angst davor? Muss ich irgendeine andere Person darstellen, weil ich Angst habe und unsicher bin? Weil verliebt sein, wenn wir es jetzt mal ganz rational runterbrechen, ist halt eigentlich diese Unsicherheit, die da entsteht. Also es ist aufregend, es ist unsicher. Und Unsicherheiten, die verstoffwechseln Leute immer unterschiedlich. Manche Leute finden das total toll, dieses Adrenalin-Ding und Unsicherheit. Oh krass, da erlebe ich was Neues. Und manche Leute fühlen sich echt nicht gut bei so Unsicherheiten und kommen damit weniger gut klar. Und deswegen muss man das, glaube ich, natürlich auch ein bisschen davon abhängig machen, was bin ich für eine Person? Also fühle ich mich hier wohl? Finde ich das einfach aufregend? Und kann ich aber trotzdem ich selber sein? Oder bin ich aufgeregt und habe diese Schmetterlinge im Bauch und fühle mich eigentlich total unwohl und muss irgendwie performen? Ich glaube, das ist so ein bisschen the twist. Ja, und Marleen und Lea, die fahren jetzt auf dem Quad und das gibt natürlich mega den krassen Adrenalinausstoß. Und dieser Adrenalinausstoß ist natürlich total hilfreich für so eine Bindung, by the way. Man sagt auch, wenn man sich jetzt Regeln schaffen möchte, muss man nicht. Erstes Treffen ist am besten so ein Beschnuppern und gucken, wie die andere Person tickt. Und zweites Treffen dann Adrenalin, weil das einfach zusammenschweißt. Je ruppiger ich fahre, desto mehr Körperkontakt. So, und dann gibt's Wechsel, da darf Marleen mal vorne das Ruder in die Hand nehmen. Und die gibt Gas, Leute, die gibt Gas. Ich habe mich nicht sofort ganz so sicher gefühlt. Ja, Lea fand's so semi, ne? Sie hat da wirklich voll Gas gegeben. Ich finde das sehr cute, wie Marleen sich da freut. Ich glaube, es hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, wie risikofreudig man selber ist, wenn man das gut findet oder nicht. Und wir haben ja schon mitbekommen, Lea hat ein Ding mit Kontrolle, ne? Turbulent. Und jetzt finde ich es schön, dass es nicht nur dabei bleibt, sondern jetzt setzen die sich auch noch zusammen dahin und trinken und Getränk. Hab immer so, wenn ich in der Villa war, festgestellt, ich mag voll die Art, wie du dort bist. Mhm. Mit den anderen auch. Das zieht mich unglaublich an, so dieses lockere bisschen sich selbst nicht zu ernst nehmen. Ich glaube, dass das generell eine Art ist, auf die Lea einfach steht, ne? Und ich bin jetzt gespannt, wie Marleen gleich darauf reagieren wird. Wir schalten jetzt aber nochmal zurück in die Villa. Ich war so sicher, dass ich gehe. Ich will gar nicht in deine Haut stecken, das ist so ein Gefühlschaos immer, ne? Ja, also ich glaube, da können wir alle zustimmen. Verstand, sag ich dir, ja, ich gehe nach Hause und dann sitze ich vor ihr und denke so, ey, das geht nicht. Das bekannte Herz gegen den Verstand oder Verstand gegen das Herz. Wobei ich jetzt gar nicht so unbedingt Herz sagen würde. Eigentlich ist es Verstand gegen Bindungssystem. Bindungssystem gegen Verstand. Bin so unromantisch, ne? Eigentlich bin ich voll romantisch, aber bei so Sachen denke ich mir so, nein, Leute, wir müssen jetzt mal die Fakten auf den Tisch hauen. Wir wissen ja jetzt auch gar nicht, ob wir eine Beziehung wollen, aber sie weiß einfach, wenn sie sich auf mich einlässt, dass das ist, was ich will. Seht ihr, ich finde, das ist jetzt schon wieder ein Indiz dafür, dass wir ein Gespräch einfach verpasst haben. Weil ja, es ist natürlich klar, dass da nicht unbedingt eine Beziehung daraus entstehen muss, aber natürlich wird die ja im Endeffekt angestrebt und wenn man schon so klar ausformuliert, dass es sehr unsicher ist, ob daraus überhaupt eine Beziehung entstehen soll oder ob man das will, ist, finde ich, eine andere Sache, als wenn man so sagt, ja, wir probieren das und darauf läuft es hinaus. Spannend. Okay, ich mich auf nichts anderes einlassen werde. Stimmt, wenn sie das nicht möchte, kann sie nicht rausschmeißen. Genau. Das ist jetzt ihre Entscheidung. Die ganze Sache ist natürlich echt blöd gelaufen. Man hätte das früher anbringen können. Nennen wir es einfach ein unglücklicher Verlauf. Und ich kann auch verstehen, dass Leute davon aufgebracht sind, weil man so sieht, Lea öffnet sich, ist vorher total verletzt, dann macht sie auf und dann ist es wieder nicht, dann ist es wieder doch, dann ist es wieder nicht. Und es ist ein einziges Hin und Her. Aber jetzt haben wir den Punkt, wo alle Fakten eigentlich auf dem Tisch liegen. Also Lea weiß, dass Maike eine offene Beziehung will und zwar eigentlich von Anfang an. Ich tue mich noch so ein bisschen schwer rauszufinden, ob ich das kann, erst monogam zu sein und dann die Beziehung zu öffnen. Lea hat eigentlich aber gesagt, dass sie am Anfang diese Sicherheit braucht, bis sie diese Beziehung öffnet. Ich habe das Gefühl, beide haben vielleicht auch wieder ein bisschen aneinander vorbeigeredet und Lea hat vielleicht auch das gesehen, was sie sehen möchte. Ich möchte einfach mit Leichtigkeit nochmal schauen, hat das noch eine Chance oder nicht? Und ich glaube, dass diese Unsicherheit von Maike genau daher diese letzte Folge kam. Also, dass sie so denkt, nee, es ist eigentlich klar, dass wir gehen, weil diese Beziehungsmodelle nicht übereinstimmen. Aber wir haben eigentlich ein ähnliches Problem wie bei Lucia und Lea. Beide sagen so, was sie wollen, aber sie ziehen keine Konsequenz daraus. Also dieser Schritt zur Konsequenz, der fehlt. Und ich glaube, Maike hat in der letzten Folge erwartet, dass es diese Konsequenz gibt. Und dann gab es keine. Also von ihrer Seite auch nicht. Und irgendwie, es liegt jetzt eigentlich schon auch in Leas Hand. Natürlich könnte auch Maike sagen, ich gehe jetzt. Aber im Endeffekt, sie hat die Sachen auf den Tisch gelegt. Und Lea könnte jetzt sagen, okay, das ist nicht
mein Modell. Ich bezweifle aber ein bisschen, dass sie es tut, weil sie, glaube ich, so ein bisschen die Hoffnung hat, dass die Gefühle jetzt so groß werden, dass man so sagt, nee, wir schaffen jetzt erst die Sicherheit. Ich weiß es doch auch nicht, Leute. Schalten wir wieder zurück zu dem Date von Marleen und Lea. Marleen sagt noch, dass sie das schön findet, dass sie das jetzt mal so hört als Feedback, was Lea eigentlich an ihr mag. Aber so richtig was zurück kommt in dem Fall nicht. Also ich habe oft das Gefühl, bei Lea und Marleen sagt Lea was und Marleen sagt so danke, aber das Gespräch wird nicht vertieft. Das stoppt da an der Stelle. Darf ich fragen, weswegen deine letzte Beziehung gescheitert ist? Ist übrigens eine sehr gute Frage, die man, finde ich, immer stellen sollte, wenn man jemanden ernsthaft daten will, einfach um zu verstehen, was da am Ende die Probleme waren und ob die Person diese Probleme für sich reflektiert hat. Also ob sie quasi aus dem Ende der letzten Beziehung gelernt hat. Es war einfach, dass ich glaube, die Gefühle einfach nicht so gereicht haben am Ende. Okay. Aha. Und ich meine, das ist wenig Futter, was Lea da bekommt, ne? Also die Gefühle haben am Ende nicht gereicht, okay. Was muss man jetzt noch aus der Nase ziehen? Manchmal ist es so einfach, aber meistens nicht, ne? Also warum haben denn die Gefühle nicht gereicht? Was ist denn passiert, dass die Gefühle nicht mehr gereicht haben? Das passiert ja nicht einfach so. Im richtigen Moment loslassen. Ja, und ich habe manchmal das Gefühl, dass Lea dann so versucht, das Ganze irgendwie so hübsch auszuschmücken. Also sie verpackt es dann so, ah ja, im richtigen Moment loslassen. Ja. Musste ich auch, gerade in meiner letzten Beziehung. Im Endeffekt weiß ich, wenn ich da früher losgelassen hätte, hätten wir uns gegenseitig ziemlich viel Schmerzen erspart. Und wieso ist die Beziehung auseinandergegangen? Finde ich super, dass Marleen was zurückfragt, Leute. Weil wir die Beziehung geöffnet haben. Also ich war dafür, diese Beziehung zu öffnen. Ich habe mich auch relativ schnell dann in die Person verliebt, mit der ich dann was angefangen habe. Mhm. Die Frage, die ich mir stelle, ist jetzt, die Person, mit der Lea was angefangen hat, als sie in einer Beziehung war und die geöffnet hat, war diese Person vielleicht Maike? So zeitlich wird's ja irgendwie passen. Und das würde natürlich irgendwie mein Hirn nochmal komplett zum Explodieren bringen. Weil dann würde es nämlich auch sehr viel Sinn ergeben, dass Maike denkt, dass eine offene Beziehung möglich ist. In dem Prozess haben wir uns dann einfach total verloren. Das finde ich jetzt irgendwie eine spannende Info, weil wir wissen ja, dass Lea eigentlich eine monogame Beziehung führen möchte. Also dass das eigentlich ihr Spirit ist. So nenne ich es jetzt einfach mal. Sie wollte aber die letzte Beziehung öffnen, obwohl sie eigentlich eine monogame Beziehung bevorzugt, weil sie der Meinung war, dass das die Beziehung hätte retten können. Ich finde das in dem Sinne spannend, weil man quasi das Öffnen der Beziehung als Rettungsaktion einleitet. Nicht, weil man das als Lebensphilosophie so sieht, sondern weil man so denkt, das wird es jetzt retten. Und das finde ich spannend, weil ich glaube, das oft vorkommt, aber meistens da wahrscheinlich andere Dinge im Hintergrund liegen. Und das passiert tatsächlich bei so Rettungsaktionen, indem man Beziehungen öffnet, ganz oft, dass dann eine Person sich in jemand anderen verliebt, weil es eigentlich tatsächlich schon zu Ende war oder weil ganz andere Probleme vorlagen und man dadurch quasi so ein bisschen den Absprung schafft. Das macht man natürlich nicht mit Absicht dann, aber es ist spannend, weil sie ja gar nicht dieses Konzept hier gerade so leben möchte, aber das ausprobiert hat und quasi als Rettungsaktion aber ausprobiert hat. Und ich finde, das gibt nochmal eine neue Perspektive auf wie diese Beziehungsmodelle wahrgenommen werden. Also weil andere das ja quasi als generelle Lebensphilosophie sehen und das auch zur Sexualität dann gehört und hier natürlich das anders genutzt wird. Und ich finde das einfach spannend, weil die Perspektiven natürlich dann auch komplett unterschiedlich sind. Also, darf ich mich nochmal so einen Moment hier bei dir irgendwie hinlegen? Irgendwie komplett voll gedreckt. Lea sucht jetzt die Nähe zu Marleen und irgendwie ist es awkward, oder? Das macht nichts. Ja, gut. Alles nass. Ja, man merkt auch so gar nicht, dass Marleen sich da so zuwendet. Ne? Also vielleicht hat Marleen auch einfach gar keinen Bock mehr. Ihre ganze Körpersprache ist sehr abgewandt von Lea und ich glaube, Lea merkt das halt auch in dem Fall. Ich habe mich ein bisschen heute allein gelassen gefühlt in der Date-Situation. Ja, kann ich absolut verstehen, ne? Schon heiß hier. Ja. Das sind immer die Date-Situationen, vor denen ich Angst habe. Was ist das denn? Ja, also so ein bisschen berührt Marleen Lea so, aber es ist eher so auf Sparflamme, ne? So ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht, dass es weitergeht. Und ich glaube, das ist einfach, Marleen hat ja schon gemeint, sie fühlt sich unwohl mit den Kameras und so. Das ist not the place to be for her wahrscheinlich. Ich glaube auch. Ja, unangenehm. Schade Schokolade. Kommen wir zum nächsten Date, Leute. Und zwar wird Christine jetzt für ein Abenddate eingeladen. Und es läuft getreu dem Motto, geschüttelt, nicht gerührt. Wow. Herzlich willkommen an dem wahrscheinlich schönsten Ort der Insel. Absolut. Ganz tolle Location. Schön, dich zu sehen. Schön, siehst du aus.
Du auch. Wow, schön siehst du aus. Du auch. Ich liebe doch Frauen. Ich liebe sie doch. Ich sehe schon Espresso Martini. Ja. Die tiefgründige Espresso Martini. Ah ja, okay. Da gibt's also gleich ein Cocktail-Mix-Date, was natürlich sehr gut passt, weil Christine ja Barkeeperin ist und anscheinend auch Lea eine Vergangenheit in der Gastro hat. Wenn es jetzt nach mir ginge, würde ich dir natürlich einen Spektakulär machen. Ein Spektakulär? Ich weiß, dass Lea so auf Instagram heißt, aber anscheinend ist it's a thing. Ach süß, guck mal, wie Christine sich freut. Die ist richtig mit Passion dabei. Das überzeugt, ne? Wenn Leute mit Leidenschaft eine Sache machen. Ich finde, das ist mega attraktiv. Sieht schon heiß aus, wie sie das Shaken da drauf hat. Geht, Prost, danke dir. Yes. Oh Gott, jetzt habe ich auch noch geschlabbert. Genau so Dates, die hätte ich gern gesehen. Ich bin froh, dass wir in der vorletzten Folge endlich ankommen. Mmh. Nicht so? Ah! Nein, der ist super lecker, echt? Aber ich war gerade irritiert, dass du wirklich sagst. Echt doch, der ist sehr lecker. Ja, Lea ist wirklich sehr unsicher, ne, oft. Aber es ist auch wirklich viel passiert. Es ist wirklich viel passiert, diese Staffel. Irgendwie hast du eine Überholspur auf einmal eingelegt. Das freut mich. Mich freut es ehrlich gesagt auch, ne. Ich hoffe, die bleibt auf dem Gas, die Christine. Ich wollte tatsächlich, ich weiß, das Thema ist sehr, sehr ausgelutscht. Oh. Ja. Ja, wir kommen jetzt wieder zum Talk, Leute. Ich weiß, dass es total die schwierige Situation ist mit dir und Maike. Ja. Oh Gott, Lea ist wirklich die Angst ins Gesicht geschrieben. Ich habe ein bisschen Respekt davor, weil ich weiß, sie hat einen Vorsprung. Nee, es geht nicht um das Poly-Thema, Lea. Das mag auf den ersten Blick erstmal nur wie ein Vorsprung wirken. Hast du ein bisschen gesammelt? Also irgendwie sympathisch, die Christine, ne? Kenne ich gar nicht, dieses Einsauen ständig. Was mir aber in den letzten Tagen aufgefallen ist, ist, dass es halt auch einfach ein Nachteil ist. Ich finde das sehr, sehr gut, dass Christine das so offen anspricht. Ich habe eh das Gefühl, Christine ist total stark in Kommunikation dort. Ich finde, sie spricht immer so die wichtigen Dinge an. Manche Sachen, wie zum Beispiel diese Partyknutscherei mit Laura, hat sie nicht angesprochen. Was ich aber auch total verstehen kann, weil da hatten Lea und sie noch überhaupt keine Bindung. Warum sollte man am Anfang schon mit so Problemen reinkommen, die überhaupt nicht relevant sind? Deswegen empfinde ich Christine als wirklich sehr angenehm, weil sie irgendwie, ja, finde ich, sehr erwachsen wirkt. In a good way, Leute, ne? Wir haben auf jeden Fall irgendwie eine Art Verbindung. Mhm. Die war aber auch nicht immer einfach. Das heißt nicht, dass das hier von vornherein irgendwie ein ich date hier Maike und guck mal, wie lange es dauert Format ist. Ja. Überhaupt nicht. Ich finde das voll schön und Christine meint dann auch im Interview, dass ihr die Angst da so ein bisschen genommen wurde, was Maike betrifft. Und ja, so ist es, ne? Wenn man Ängste hat, am allerbesten, wenn es einem wert ist, mit der Person ansprechen, weil dann klären sich die Dinge vielleicht einfach und man fühlt sich der anderen Person im besten Fall sogar noch viel näher. Ich hatte gerade eigentlich Angst, so, ja, das Thema ist ein bisschen ausgelöst. Ich hatte eigentlich Angst, dass du mir jetzt sagst, ja, ich bin übrigens in einer polyamoren Beziehung. Ich wusste das, Lea, das dachte ich, wusste das. Und meine Partnerin und mein Partner warten zu Hause auf mich. Also, das, nein. Ich bin eigentlich hauptsächlich monogam. Ich bin offen für Kommunikation, wenn meine Partnerin das möchte. Diese Grillen sind so laut, so laut. Mir ist es auch wichtig, dass meine Partnerin dann auch wirklich, wenn sie irgendwie mal einen Wunsch hat, das auch äußern kann, ohne schlechtes Gewissen. Ja, absolut. Also, das sehe ich eigentlich genauso wie du. It's a match, würde ich sagen. Also sorry, Leute, aber das passt doch wie die Faust aufs Auge. Ich finde halt so Wertesachen wie das muss halt ungefähr gleich sein oder wenigstens ähnlich. Das darf nicht so weit auseinanderklaffen. Ansonsten ist man, egal wie krass die Chemie ist, einfach am Ende des Tages nicht kompatibel. Zurück in die Villa. Lesbians. Überall die Finger im Spiel. Nicht nur die Finger. Außer Sarah. Das ist halt so ein Klischee, dass in der lesbischen oder queeren Community einfach jeder mit jedem und alle haben ihre Finger überall im Spiel. Und das hatte ja auch ganz am Anfang eine Kandidatin geäußert, dass sie so viel Angst hat auf irgendeinem Stammbaum, wie sie es nennt. Wir haben es anders genannt, ja. Wir haben es einen Spusibaum genannt. Den haben wir schon lange nicht mehr gehabt, den Spusibaum. Ich vermisse ihn. Aber Leute, ne, ich meine jetzt, wozu brauchen wir denn noch? Vielleicht machen wir einfach in der nächsten Folge kleines Herzblatt-Ding mit Spusibaum. Naja, auf alle Fälle ist es ja schon so ein bisschen dieses Vorurteil, dass es in der Community so ist. Und ich glaube, viele fühlen sich davon nicht so gesehen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich alle damit einfach identifizieren können. Manche stört das ja eben auch, wie wir gesehen haben. Ich denke, es ist einfach unterschiedlich. Jeder Jack ist anders, sagt man in Köln. Ne? Außer Sarah. Hab kein Problem. Ich hätte gedacht, dass du auch so krass unterwegs bist. Ja, und das kann man natürlich jetzt unterschiedlich auslegen, ne? Ich hätte auch gedacht, dass du so krass unterwegs bist. Auch so krass wie wir. Auch so krass wie typische Vorurteile, die es über Lesbians gibt. Ne, wenn man sich mit dem Bild gar nicht identifiziert und das vielleicht auch
gar nicht so mag, ist es natürlich so, hä, könnte man vielleicht abwertend verstehen, so, du bist doch nicht so krass. Ich glaube aber tatsächlich auch gar nicht, dass das böse gemeint ist, aber man hört natürlich schon raus, dass beide unterschiedliche Perspektiven haben, ne? Und das wird halt jetzt so gegeneinander gestellt. Ich grabe nicht alles an, was nicht auf 3 auf dem Baum ist. Wir auch nicht. Und ich glaube, Sarah will halt jetzt auf der gleichen Ebene bleiben mit, ich hätte auch gedacht, dass du so krass unterwegs bist. Und sie sagt so, ja, ich grab halt nicht alles an, was bei 3 auf dem Baum ist. Schlägt natürlich in die Kerbe rein, dass es bei offenen Beziehungen darum geht, Leute aufzureißen. Ja, so ihre Perspektive geht halt in diese Richtung, würde ich behaupten. Und sie macht das so mit einem Lachen. Und ich glaube aber trotzdem, dass so davor eine Verletzung passiert ist, ne? Also dieses, ey, lass mich halt sein. Und dabei passiert Folgendes. Am Anfang hat Mike ja damit gestartet, ja, die Lesbians, die sind halt so. Und Sarah aber nicht. Damit kreiert man natürlich einen Ausschluss, ne? Und das kann einen natürlich auffühlen, was ich verstehe. Nur offen. Nein, aber ich finde das voll okay, was ihr macht und wie offen ihr seid. Und ich finde, man sollte es auch respektieren. Darüber finde ich gar nichts zu diskutieren, aber man merkt schon, bei Sarah jetzt zum Beispiel, da liegt schon dann auch was drunter, wenn sie sagt, ja, nur offen, also so Kommentare, aber genauso auch bei Maike, wenn sie sagt, ich hätte auch gedacht, dass du so krass bist. Ich habe das Gefühl, dass sich da von beiden Seiten auf alle Fälle was angestaut hat. Und man merkt aber auch gleichzeitig, dass Sarah eigentlich keinen Bock auf diese Auseinandersetzung hat und dann zurückrudert und so sagt, ja, aber ist ja auch alles okay. Aber eigentlich merkt man auf der Metaebene, nee, irgendwie ist es nicht okay. Aber sie will darüber gerade gar nicht reden. Sie will eigentlich den Frieden und die Harmonie bewahren. Mir schreckt einfach auf, dass man so in Frage stellt, dass ich irgendwie hier so voll auf Ernst bin und draußen vielleicht irgendwie dann das nicht so wäre. Ah, okay, sie hat Angst, dass sie so falsch dargestellt wird. Ich lebe, wie ich lebe. Und ihr lebt, wie ihr wollt. Und das ist perfekt für alle, finde ich so. Ja. Irgendwie so, als wären wir voll die Sluts und du bist hier so die... Ja, ich finde, das ist für uns gerade eher negativ. Ach da so, als jetzt dreht ihr das so um, oder was? Ach so. Sarah wollte das Thema jetzt beenden und ich bin voll überrascht, dass Marlene das von vorhin jetzt quasi nochmal so hochholt. Hätte ich gar nicht gedacht, dass sie so konfrontationsoffen ist. Ich glaube, dass das auf alle Fälle ein Thema ist, was natürlich da hochkommt. Was vielleicht da auch hinterstecken könnte bei Sarah, dass das sich sowas angestaut hat, weiß ich nicht, ist vielleicht auch, dass sie wirklich Interesse an Lea hat und sieht, ey, ich lebe doch das Modell, was eigentlich die Princess auch leben möchte. Und trotzdem interessiert sie sich immer nur für die, die das eigentlich nicht machen. Und das fühlt sich vielleicht auch nicht gerecht an, ich weiß es nicht. Und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das halt jetzt an der Stelle eskaliert ist, indem man halt so sagt, ich grab nicht alles an, was bei 3 auf dem Baum ist, weil es eben in diese vielleicht Slut-Shaming-Richtung schlägt. Ihr seid richtig schlau, aber mit mir nicht. Mit mir nicht. Nein. Gaslighting funktioniert mit mir nicht. Ja, und Gaslighting ist natürlich ein krasser Begriff, ne? Gaslighting ist ja Manipulation. Das würde ich jetzt hier nicht unbedingt anwenden als Wording, weil Gaslighting ist meiner Meinung nach schon ein bisschen was anderes. Es ist halt so auf witzig gemacht. Ich glaube auch gar nicht, dass es so böse gemeint war. Und wir kennen es alle, wenn wir zu lange mit Leuten vielleicht aufeinander hocken, dann ja, knallt es vielleicht auch mal. Fest steht aber, beide Seiten fühlen sich also missverstanden, beide Seiten fühlen sich schlecht dargestellt. Die Defense. Nee, aber du hast es gerade so dargestellt, als ob ich irgendwie das habe ich nicht herauskitzeln das wollen, nicht. Etwas von mir, das was halt nicht da ist. Das ist halt irgendwie gerade nicht so fair. Ganz interessant ist, dass Maike Sarah Defense vorwirft, aber beide Seiten total defensive sind. Ich habe das Gefühl, ich werde verurteilt dafür, dass ich monogam lebe, als wäre ich die Einzige, die monogam lebt. Und ich glaube, das ist auch das, was ich vorhin so gesiegt habe. Also wo ich so dachte, hä? Das war von uns nicht so gemeint. Okay. Ich glaube, wäre das sofort gekommen, wäre das Thema auch gegessen gewesen. Aber ich glaube, diese passiv-aggressiven Kommentare, die zwischendurch herausgeschossen wurden von allen, führen dann zu dem, was jetzt passiert. Aber ich habe es halt nicht das erste Mal gehört. Tut mir leid, dass wir dir ein schlechtes Gefühl gegeben haben. Alles gut? Na, immerhin. Auch wenn ich es tatsächlich irgendwie sehr angespannt wahrnehme. Ich kann gerade nicht so ganz zuordnen, was genau der Grund ist, weswegen sie jetzt gerade so sich angegriffen gefühlt hat. Aber das hat sie ja gesagt. Ich fand einfach die Art und Weise halt so ein bisschen ins Lächerliche gezogen. So. Fand ich gerade nicht so schön, weil es halt nicht das erste Mal war. Du machst es bei mir genauso, Sarah. Und Maike sagt, du machst das bei mir genauso. Das haben wir natürlich nicht gesehen. Also ich weiß nicht, was davor für ein Schlagabtausch war. Das ist natürlich auch schade, dass man eine Story jetzt irgendwie so angerissen erzählt bekommt und gar nicht wieder weiß, was ist eigentlich los gewesen. Dann denke ich mir so, dann lass die Story halt raus, wenn ihr es nicht gescheit abbilden könnt, weil es ist ja klar, dass was auch was fehlt. Ne? Also wir
kriegen halt wieder den Eindruck, okay, es ist halt irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes, was wir hier bekommen. Deswegen können wir auch hier nur spekulieren. Klar, wenn die sich sonst immer so einen Schlagabtausch geliefert haben, ist es natürlich irritierend, wenn es auf einmal nicht mehr so angebracht ist und wenn man denkt, hä, die Grenze war doch eigentlich woanders. Das kann ich dann irgendwie verstehen, dass man dann so denkt, hä, ich bin irritiert davon. Trotzdem ist es natürlich so, dass Sarah gerade kommuniziert hat, ich wurde gerade verletzt. Und ich finde, in dem Moment ist ja irgendwie klar, in dem Moment wurde halt die Grenze überschritten. Und bei so Witzen, ne, manchmal hat man bessere und schlechtere Tage, um sowas zu verkraften. Und manchmal verschieben sich auch Grenzen und ändern sich. Und ja, dann muss man halt gucken, ob man diese Witze in Zukunft noch macht. Weil ich glaube auch so ein bisschen, dass hinter solchen Witzen oftmals eine Art und Weise steckt, irgendwie da diese Unsicherheiten zu copen. Und das ist auch auf eine Art immer cool, dass man das so mit Witzen copen kann. Aber wenn das so oft passiert, dann steckt da vielleicht doch was hinter. Ich finde es einfach sehr unfair, nachdem ich tagelang Poli-Witze eingesteckt habe. Und das checke ich jetzt irgendwie nicht, weil Maike will doch eine offene Beziehung und keine Poli-Beziehung, oder? Was mir gerade auch auffällt, ist, dass Marleen ja mit dabei sitzt und eigentlich mitmacht. Das bedeutet ja auch, dass Marleen ein offenes oder Poli-Konzept möchte, also kein monogames. Und davon haben wir in dieser Staffel auch noch nichts gehört. Ich wüsste auch nicht, dass die beiden schon mal miteinander gesprochen haben, Marleen und Lea, darüber. Naja, für mich klingt es einfach so, als ob man irgendwie Monogamie ins Lächerliche zieht, obwohl es ja eigentlich was Schönes ist. Aber du sagst auch. Das ja, ja, natürlich ist es Find was ich. Schönes für jeden. Jeder kann ja machen, was er will, aber genauso machst du dich ja auch ständig darüber lustig, dass ich offen bin und sagst aber ich es auch immer. Ich habe ja nicht gesagt, dass es irgendwie schlecht ist oder so. Ja, und ich bei dir auch nicht. Deshalb verstehe ich nicht, warum das jetzt auf einmal ein Problem ist. Das ging ja nicht darum gerade. Ich will gar nicht, glaube ich, weiter darauf eingehen. Ja, das ist so ein exemplarisches Beispiel dafür, wie sich so Sachen halt hochschaukeln können. Boah, ich bin echt sprachlos. Es ist in Ordnung, Maike. Lass uns einfach so stehen. Ich glaube, es ist besser. Uff, 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 Leute. Aber ich meine, wir kennen es alle. Wenn man so lange mit Leuten aufeinander hockt, passieren so Situationen. Da ist das Maß voll, auf beiden Seiten wahrscheinlich. Und da passiert ja auch viel Emotionales. Deswegen, ich glaube, es ist ganz natürlich, dass so Sachen einfach passieren. Ich hoffe, die beiden können es noch klären. Schalten wir zurück zum Date zwischen Christine und Lea. Soll ich dich ein bisschen löffeln? Ja. Ich hatte wirklich zum allerersten Mal das Gefühl, okay, ich date Lea. Ey, das ist der erste Moment, wo ich lieber bei einem Date bin, als in der Villa zugeschaltet. Ich hätte Lust, dich nochmal zu küssen. Absolut gerne. Ganz, ganz cute finde ich die. Der Kuss hat halt Lust auf mehr gemacht und auf wirklich mehr. Mhm. Danke dir. Also da vibet's doch jetzt endlich auch mal. Hallo. Ja, und Christine kommt zurück. Ich lieb's auch, dass die immer so Häppchen mit dabei haben, ne? Die bringen die einfach mit. Geht's dir gut? Und die merkt sofort, hier in der Villa ist richtig dicke Luft. Geht. Ein paar kleines Diskussion mit Maike raus. Maus, möchtest du reden? Ja, und dann erzählt Christine ein bisschen vom Date und dann geht sie direkt zu Sarah. Du hast mir gefehlt. Du hast mir auch gefehlt. Ganz, ganz süß. Und Christine war ja auch in der vorletzten Folge, glaube ich, auch voll da für Inchi. Finde ich eine richtig starke Eigenschaft. Okay. Sarah. Irgendwie muss ich sagen, gibt mir das jetzt doch irgendwie ganz komische Vibes. So, man sieht so, Sarah geht's nicht gut, die weint da und dann wird er darüber gelacht. Wenn man austreibt, muss man halt auch einfach mal einstecken können. Ja, das ist halt irgendwie auch so ein, weiß ich nicht, so ein sehr alter Spruch. Ich denke mir so, jein. Also ja, klar, wenn man immer wieder so einen Schlagabtausch macht, dann ist es vielleicht klar, dass man eine Grenze überschritten wird, ungewollt. So, das muss man dann vielleicht einstecken können, dass man dann darüber redet und sagt, ey, eine Grenze wurde überschritten. Aber so in general zu sagen, da muss man dann auch einstecken können, das ist schon, boah, sehr generalisierend, vor allem wenn deine Freundin irgendwie auf der anderen Seite des Pools irgendwie sitzt oder hinten in der Ecke sitzt und weint. Finde ich hart. Also das ist halt so, finde ich, meiner Meinung nach die Nummer 1 Regel bei Humor. Ich finde, die Nummer 1 Regel bei Humor ist, dass man lacht. Also und dass es lustig ist. Ich verstehe total, dass es echt irritierend sein kann, wenn man so immer diese Witze macht und auf einmal ist das nicht mehr okay. Aber so Witze, die auch so ein bisschen, ich sag mal, düsterer sind oder die auch mit Sarkasmus und so weiter arbeiten, bei denen muss man, finde ich, einfach ein immenses Feingefühl haben. Und es passiert, dass man Grenzen überschreitet und vor allem in so einem individuellen Kontext mit einer Freundin. Wenn ich merke, ey, eine Grenze ist gerade überschritten worden, dann zählt in dem Moment, finde ich, nicht, ey, wer austeilen kann, muss auch einstecken können, sondern, ey, ich habe eine Freundin verletzt.
So, manchmal passiert das. Und ich kann verstehen, dass es irritierend im ersten Moment wirkt, aber ich kann nicht verstehen, dass man dann so hart damit umgeht. Ich glaube eher, dass es darum geht, dass dieser Kommentar über alles angraben, was bei drei nicht auf dem Baum ist, dass es so suggeriert, dass seine Ablehnung gegenüber offenen Beziehungen bestünde. Ich sage nicht, dass es so ist. Ich sage, dass es vielleicht da drauf gestülpt wird und dass man damit ja eh die ganze Zeit ein Thema hat und dass es die ganze Zeit ein Problem ist und dass deswegen dieses Thema generell total aufgeladen ist. Und deswegen steht an erster Stelle bei Humor für mich immer, man muss auch drüber lachen. Und wenn man nicht drüber lacht, dann weiß ich nicht, ob es in dem Moment halt so lustig war. Dann war es halt in dem Moment einfach nicht lustig. Und Humor sollte lustig sein. Ja, austeilen muss einstecken können, Punkt. Sorry, aber das geht zu weit. Ja. Ich weiß nicht, inwiefern eine Grenze zu weit gehen kann. Sehe ich nicht so. Also Grenzen hat man halt. Man kann natürlich einmal sagen, dann lassen wir die Witze in Zukunft, weil ich habe Angst, dass ich da irgendwie eine Grenze überschreite. Oder man sagt, es tut mir leid, ich wollte diese Grenze nicht überschreiten. Und wenn das nächste Mal dann ein Witz von der anderen Seite kommt, sagt man, ey, jetzt überschreit bitte auch nicht meine Grenze so. Aber ich finde, man kann individuelle Grenzen, die man einfach hat als Mensch, nicht als wer austeilen muss, auch einstecken können, deklarieren. Ich meine, im Endeffekt ist es ja auch wirklich so, wir sind hier für eine Person und du machst das schon richtig, weil wir sollten uns auf diese eine Person fokussieren. Ja, Christina hat recht. Dieser Joke, der sich schon die ganze Zeit so hochgespielt hat. Mhm, okay, also haben wir auch nicht mitbekommen, dieser Joke, der sich hochgespielt hat. War da einfach in dem Moment, glaube ich, too much. Wir haben wahrscheinlich die Tage vorher immer wieder darüber gewitzelt und jetzt war es halt zu viel. Und das ist auch okay. Es ist okay, wenn es dann zu viel ist. Von daher gehen wir vielleicht auch einfach früh schlafen. Ich finde es so schade, weil Sarah und ich ja echt so eine schöne Freundschaft hier irgendwie aufgebaut haben. Aber wenn es denn so schade ist und man miteinander befreundet ist, verstehe ich nicht, wieso man dann an der Seite sitzt mit einer anderen Freundin und das ja auch eine Dreierkonstellation war. Und weiß ich nicht, dann so damit umgeht. Ich weiß es wirklich nicht. Finde ich irgendwie schade. Das finde ich schade. Boah, und jetzt denke ich so, wenn Sarah hört, wie die zwei lachen und da in ihrem Bettchen liegt, das, was Sarah halt, wo Sarah halt reingehauen hat, war dieses, ich mache nicht alles an, was bei drei auf dem Baum ist. Ich glaube, das war so ein bisschen das, was die anderen beiden dann so aufgebracht hat. Aber ja, ich hoffe, die können sie jetzt auf alle Fälle am nächsten Tag klären. Coffee time. Maike bringt Sarah Kaffee am Morgen. Dankeschön. Darf ich mich zu dir setzen? Und dann gibt's einen Talk. Endlich. Mir tut das wirklich leid, dass du dich gestern so gefühlt hast. Ja, es war voll doof, dass es genau uns getroffen hat. Ich ja auch eigentlich sowas gar nicht mag. Wer mag sowas schon? Tja, ich hab dich lieb, Cousin. Das einfach jetzt beiseite schieben und vergessen, ja? Ich hätte jetzt gesagt, redet einfach mal darüber, was da an euch berührt wurde jeweils, um es irgendwie anzuschauen wirklich. Aber ich kann auch verstehen, dass da einfach zu viel passiert, als dass man Kappas für sowas hat. Vielleicht ist es doch einfach nur im Eifer des Gefechts gewesen und das ist gar kein Thema. Das kann ich natürlich von außen ganz schwer beurteilen gerade. Das hat mir sehr viel bedeutet in dem Moment. Ganz tief drin hatte ich natürlich gehofft, dass von ihrer Seite auch ein bisschen was kommt, aber ich kann verstehen, dass Nerven einfach mal blank liegen und deswegen ist für mich die Sache gegessen und ich bin froh, dass es Sarah heute gut geht. Ja, ich bin froh, dass beide sich wieder vertragen haben. Ja, kommen wir zum nächsten Date. Sarah wird nämlich jetzt eingeladen in ein Elefanten-Sanctuary. Wir befinden uns heute bei einer Elefanten-Sanctuary. Hey. Wieso hast du das denn ausgesucht für uns? An sich verstehe ich, dass man das total toll findet und so weiter, aber ich habe gelernt, vor allem von Robert, alles, wo man wilde Tiere anfassen kann, die streicheln kann und so weiter, dass das auf alle Fälle keine artgerechte Haltung ist. Also wilde Tiere sind ja keine Haustiere. Es ist natürlich besser als jegliche andere Einrichtung, wo man Tiere sehen kann, Wildtiere. Aber natürlich trotzdem kritisch zu betrachten. Weil ich dachte, das holt unsere sanften Seiten mal so ein bisschen raus. Okay. Das sind ja hier sehr sanfte Riesen, genau wie wir. Ein einmaliges Erlebnis auf jeden Fall. Und das werde ich auf jeden Fall auch immer mit der verbinden. Ich bin mir sicher, dass einige von euch da bessere und tiefere Informationen zu haben. Also lasst uns gerne an eurem Wissen teilhaben, wenn ihr Lust habt. Ist das lieber, wenn man deinen Arm liegt? Ich mag beides total gerne. Also immer, wie ist halt gerade, ich glaube, du hast gerade das Bedürfnis dann. Ja, ganz, ganz niedlich. Und dann sagt Sarah noch was zum Beziehungsmodell, weil da ist ja auch wirklich Gerüchte, Kirche hoch 10, glaube ich, in der Villa. Der einfach sagen wollte, dass es auf jeden Fall für mich wichtig ist, dass man eine monogame Beziehung führt. Weil ja auch rausgekommen ist, dass Lea sich eine offene Beziehung irgendwie wohl irgendwann vorstellen kann. Und das stellt sie jetzt einfach nochmal klar, wie sie das meint. Ich bin offen dafür, ach so, sich irgendwann dann herausstellen sollte,
das funktioniert so für uns gerade nicht mehr. Ja, also offene Beziehung nur als Rettungsmodell. Und das ist natürlich ein ganz anderes offenes Beziehungsmodell, als es Maike zum Beispiel führen möchte. Und das ist spannend, dass wir immer so die Informationen in anderen Dates erfahren. Ich würde nur sagen, es ist okay, dass du so fühlst. Ja. Aber für mich ist das ausgeschlossen. Wieso? Ich möchte das alles gar nicht. Endlich mal eine Frau, die tatsächlich auch nur mich wollen würde. Ganz erfrischend. Was ganz anderes. Wobei Christine das ja auch möchte. Ich fühle mich so wohl. Ich komme gerade so richtig so zur Ruhe. Ich auch. Ja? Ja. Chapel Roan. Ein Abschiedskuss? Na klar. Die Sarah ist auch fordernd, ne? Die sagt so, ich will das. Ja, Leute, und nun kommen wir zum zweiten Date an diesem Tag mit Maike. Komm her. Oh, so schön, dich zu sehen. Ebenso. Ja, spannend, wenn man bedenkt, wie das letzte Date verlaufen ist, dieses Gespräch. Weißt du, Dates mit mir, was du willst, das kriegst du. Ja, Maike kriegt Princess Treatment von der Princess. Das musste ich natürlich auch hier umsetzen. Jetski mit einem massiv schlechten Cover von All the Things She Said. Und da hat Lea komischerweise gar keine Probleme, hinten dran zu sitzen und die Kontrolle abzugeben, weil ich das Gefühl habe, für Maike wirft Lea gerne mal ihre eigenen Bedürfnisse über Bord. Das Date hat mich auf jeden Fall daran erinnert, wie viel Spaß wir in den 3 schönen Wochen im letzten Jahr hatten. Nur 3 Wochen? Ja, es waren halt nur 3 Wochen. Was kann ich denn dafür? Hä, wieso habt ihr da nicht schon zusammen gewohnt? Spaß. Kein Spaß. Spaß. Ich glaube, ich hatte lange nicht mehr so viel Spaß. Und Lea pirscht sich auch direkt an Maike ran und man merkt so ein bisschen, Maike guckt sie nicht so richtig an. Sie ist von ihrer Mimik her auf alle Fälle noch distanziert, lässt es aber zu. Ich glaube, das ist auch ein bisschen zu kurz gekommen, dieses Spaß haben, einfach mal genießen. Und hier habe ich auch so das Gefühl, Lea will unbedingt dieses Leichtigkeitsding hier wieder reinpacken, ne? Aber ich fand auch unser Gespräch total schön, weil das hat mich dir auch irgendwie näher gebracht, dass ich jetzt einfach weiß, dass ich dir alles sagen kann, ohne dass ich mir der Kopf abgerissen wird. Oh wow, also sie hatte quasi immer Angst, dass ihr der Kopf abgerissen wird, wenn sie Lea die echten Bedürfnisse und Gefühle von sich kommuniziert. Und das zeigt uns natürlich auch, warum Maike diese WhatsApp-Nachricht damals geschrieben hat. Also dass sie nicht den persönlichen Austausch gesucht hat, sondern Angst einfach davor hatte, vor der Reaktion. Und deswegen hat Maike wahrscheinlich auch so reagiert, als sie eingezogen ist und Lea gesehen hat, weil da kamen die Ängste wahrscheinlich alle ziemlich dick nach oben. Die Gefahr besteht natürlich trotzdem, dass ich sie verletzen könnte, aber das ist am Ende des Tages ihre Verantwortung und dafür kann ich nicht verantwortlich sein. Und ich glaube, hier sehen wir, was eigentlich so die Kernangst vielleicht von Maike ist. Sie hat einfach Angst, Lea zu verletzen und möchte sich davon ganz, ganz stark abgrenzen. Leider ist es in Beziehungen immer so, dass wir uns gegenseitig verletzen können und das auch werden. Das passiert einfach, wenn man nahe einander ist und sich nahesteht und so weiter. Natürlich sollte das kein schlimmes Verletzen im Sinne sein, dass man komplett am Boden zerstört ist. Aber es gibt natürlich Momente, wo man die andere Person verletzen kann. Und das muss man einfach so hinnehmen. Das ist so. Man wird immer andere Leute verletzen. Man muss dafür auch Raum lassen, dass man das aufarbeiten darf. So, und ich glaube, da liegt aber eine ganz krasse Angst und deswegen ist auch so dieses, ah fuck, wenn ich sie jetzt verletze, wird das zu dieser Reaktion führen und ich glaube, da liegt wahrscheinlich der Hund begraben, weil ja, natürlich ist Lea dafür verantwortlich, das jetzt weiterzuführen, zu 100%. Sie weiß jetzt Bescheid, sie hat die Karten auf dem Tisch, das ist ihre Verantwortung. Trotzdem ist es auch wenn ich Part einer Beziehung bin, auch meine Verantwortung. Und mit Beziehung meine ich jetzt nicht feste Beziehung. Jegliche Beziehung, die wir führen, egal mit wem, ist eine Beziehung. Muss keine romantische oder feste Beziehung sein, aber es ist eine Beziehung. Und wir haben alle Verantwortung dafür, wenn jemand in dieser Beziehung verletzt wird. Sowohl wir selber, als auch die andere Person. Es ist halt einfach so ein kranker Zufall, dass das hier passiert ist. Manchmal spielt der Zufall. Manchmal spielt der Zufall. Ja, die sind jetzt wieder wirklich im Dedololand, die zwei, ne? Ja, Chemistry ist auf alle Fälle 1000% bei den beiden. Kompatibilität leider nicht. Ein bisschen ihre Love Language ist ja auch Physical Touch. Ja, und hier muss ich euch was beichten. Ja, und manche werden jetzt den S-Ring sehen bei Lea. Kein Spaß, Leute. Ist das alles toll? Vegetarisch? Auf das Geräusch habe ich gewartet. Und dann gibt es jetzt wirklich den letzten Abend in der Villa, Leute. Könnt ihr es glauben? Eine Staffel neigt sich dem Ende zu. Holt die Taschentücher raus. Cheers. 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 Und jetzt teilt sich Lea der ganzen Gruppe mit. Das war auf jeden Fall so ein Riesenschritt, den ich auch bezeichnen würde als Schritt zu mir selbst irgendwie, weil ich
ganz, ganz lange und auch eigentlich immer noch auch sehr selbstkritisch und auch unsicher bin. Und glaube ich, bei mir voll das Thema Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung überhaupt nicht zusammenpasst. Oh, fühle ich so sehr. Ich finde es so schön, dass Lea sich gerade öffnet. Ich habe richtig, richtig viele Momente, wo ich nicht in den Spiegel gucken möchte, weil ich irgendwie selbst einfach so unsicher bin oder dann irgendwie denke, hey, ich fühle mich gar nicht so wohl, wie ich aussehe oder wie ich bin. Und das war eine Riesenherausforderung und ich bin unfassbar dankbar, dass ich die hier machen konnte. Ich finde das so schön, dass Lea sich jetzt gerade so verletzlich zeigt. Ich glaube, davon haben wir zu wenig gesehen die Staffel über, aber ey, besser spät als nie, ne? Ich finde, das macht sie halt sehr nahbar jetzt. Man kann sie besser greifen und verstehen. Man kann Situationen oder auch Reaktionen und Aktionen von ihr viel besser einstufen und sie besser einschätzen. Und das erhöht natürlich, glaube ich, oder hätte vielleicht auch früher das Vertrauen einfach ihr gegenüber erhöht in der Villa. Und das ist natürlich aber auch alles kreiert, ne? Von der Produktion, die wurde ganz oft einfach isoliert, nicht in die Villa gelassen und dann Unsicherheiten kreiert und eine Person, die sowieso unsicher ist, bei der nochmal Unsicherheiten zu säen, das ist natürlich sehr schlimm. Stark, dass ich so sagen kann, ist einfach oft. Finde ich auch. Schlimm, glaube ich, mit, dass ich einfach ein bisschen selbstbewusster mit meinem Körper umgehen sollte. Ich habe ein bisschen Angst davor, wenn ich meinen Körper so sehe, weil hier bin ich die ganze Zeit im Bikini rumgelatscht. Ich glaube, da hätte ich auch Angst, wenn ich in so einer Show wäre. Tatsächlich. Ich hatte tatsächlich auch dasselbe gesagt wie du. Ich glaube, ich habe mir noch nie so viel Sorgen um mein Äußeres gemacht wie vor dieser Zeit. Und die sind ja alle voll normschön und trotzdem machen die sich diese Sorgen. Ne? Das ist total krass, wie man hier auch wieder merkt, dass diese Angst vor Verurteilung von außen einfach da ist. Maike hat aber auch direkt gesagt, dass sie direkt am ersten Tag diese Angst von der Gruppe eigentlich genommen bekommen hat. Einfach weil alle so supportive untereinander waren. Und das finde ich schön. Dann gibt es noch eine kleine Abschiedsshow mit Feuer. Oh, wow, oi. Und dann kommen wir zur Entscheidung, Leute. Wer kommt ins Finale? Was glaubt ihr denn? Sarah, du hast mir heute erzählt, dass du das Gefühl hattest, dass unser Vibe hier gar nicht so richtig ernst genommen wurde. Ich möchte dir sagen, dass ich das sehr ernst genommen habe. Aber? Ich glaube, mit ein bisschen mehr Zeit hätte da auch noch ein bisschen mehr entstehen können. Nur? Zum jetzigen Zeitpunkt bin ich mit anderen Personen einfach schon einen Schritt weiter. Das dachte ich mir schon fast. Das tut mir sehr leid, aber es war irgendwie auch leider irgendwie klar. Danke dir auch für die Zeit und ich wünsche dir alles Gute. Dankeschön. Ach, Sarah, ich wünsche dir doch auch alles Gute. Ich hoffe einfach, dass Sarah ihre Traumfrau findet, mit der sie ein tolles Leben hat. Wirklich, das wünsche ich ihr wirklich von Herzen. Kommen wir nun zu Maike. Maike, wir hatten hier eine ziemliche Berg- und Talfahrt, würde ich sagen. Nein, wirklich? Deswegen sage ich euch immer, schnallt euch an. Schnallt euch an. Ich hoffe, ihr seid eingeschnallt. Ich hätte nie gedacht, dass das hier so weit kommt. Ja, ich schon. Aber ich würde mich sehr freuen, wenn du die Kette noch behältst. Ja. Maike ist im Finale. Wer hätte es gedacht? Surprise, surprise. Es ist so lesbisch, wenn man jetzt nach Stereotypen und Vorurteilen geht, dass die Ex im Finale ist. Typischer geht's nicht, oder? Spätestens nach dem Date heute, was wirklich wunderschön war, mir eigentlich nichts anderes übrig, als mich heute auch wieder für Maike zu entscheiden. Doch, Lea. Ich sage doch, es blieb dir was anderes übrig. Aber es ist natürlich schöner, in diesem Luftschloss zu bleiben, ne? Und natürlich zu sagen, es blieb mir nichts anderes übrig. So ein krasser Zufall. It's meant to be. Ich denke gerade an die 10 Ringe, die sie bei Lucia gesehen hat und darin sich so krass reingesteigert hat. Ich finde es so verrückt, dass du einfach denselben Ring hast. Ich glaube ja sehr an Zeichen des Universums. Es ist so wirklich so, es ist von außen, ich kann nichts dafür. Es ist auch ein Moment, wo man die Kontrolle abgibt, ne? Und wenn man ein Thema damit hat, dann ist es vielleicht auch eine Erleichterung, sich einfach mal dem Schicksal zu ergeben. Marleen, ich habe mir an dir ein bisschen die Zähne ausgebissen. Ja, das verstehe ich. Du bist für mich irgendwie in dieser Zeit ein kleines Rätsel geblieben und ich habe es wirklich versucht, aber so richtig zu deinem Kern konnte ich nicht vordringen. Ich finde das total gut, dass Lea da ehrlich ist. Ist natürlich, glaube ich, für Marleen schon auch hart, aber es ist halt leider die Wahrheit. Ne? Also ich glaube, dass das auch nicht einfach ist, sich in so einer Show zu öffnen. Vor allem, wenn man damit ein Thema hat. Ja, ich glaube, das tut dann irgendwie noch mal weh. Es tut mir leid, ey. Dass ich irgendwie anscheinend immer so Probleme habe, mich zu öffnen. Hätte es gerne anders gemacht. In so einer Show, Marleen, ist das aber auch scheiße schwer, ne? Also wenn man eh damit ein Thema hat, glaube ich, ist so eine Show auf alle Fälle, ja, vielleicht eine Challenge, aber vielleicht auch nicht so ganz das
Sanfteste, was man mit sich selber dann machen kann. Also, das ist voll okay. Und das bedeutet aber, liebe Leute, dass die zweite Person, die im Finale ist, Christina ist. Du hast mich gestern wirklich sehr begeistert und deswegen würde ich mich sehr freuen, wenn auch du mit zu den finalen Dates kommst. Das würde mich doch auch freuen, Christine. Es geht übrigens nach Phuket. Das werte ich als ja. Ja, Leute, wir sind kurz vor dem Finale. Ich schalte euch ein paar Snippets rein. Es wird heavy. Maike, und du? Schon schwierig für mich. Oh. Wann war der letzte Moment, wo du so richtig gezweifelt hast? Die Entscheidung, die ich getroffen habe. Leute, ich hoffe, ihr seid nächste Woche wieder dabei. Ich kriege seelische Unterstützung mit einer Gästin. Ich hoffe, ihr freut euch. Ich freue mich auf alle Fälle sehr und ich bin so gespannt, wie es ausgehen wird. Bis nächste Woche.